Hallo zusammen. In diesem Video werden zwei Varianten gezeigt, wie Clients in einem LAN mit IP-Konfiguration durch einen DHCP-Server, Variante 1, sowie einem Router versorgt werden können. Dabei werden Cisco-Geräte verwendet und wir spielen das ganze Szenario mit Hilfe der Simulationssoftware Packet Tracer durch. Wir beginnen mit einem einfachen Szenario, und zwar eine Broadcast-Domäne ist vorhanden, bestehend aus mehreren Clients, DHCP-Clients und einem DHCP-Server, der aktuell noch nicht konfiguriert ist. Ja, der ist halt komplett default konfiguriert. Und wir wollen entsprechend nur die Broadcast-Domäne ansprechen, und das bedeutet, dass wir bis inklusive diese Router-Schnittstelle das Ganze thematisieren. Der Router ist bereits konfiguriert mit IP-Adressen. Das heißt, diese Schnittstelle hat ja die 3.1. Das ist die 1.1 und das ist die 2.1. Das bedeutet drei verschiedene Broadcast-Domänen und jede Broadcast-Domäne ist ein separates Subnetz für sich. Zu Beginn sind alle Clients, schauen wir uns mal die Situation bei den Clients an. Die Clients sind noch nicht auf Static eingestellt, was wir aus den früheren Videos bereits kennen, sondern auf DHCP, weil wir wollen den realen Fall, so wie wir es halt zu Hause haben oder in der Firma, dass die Clients einfach mal automatisch auf DHCP eingestellt sind und ihre IP-Adresse auf diese Art und Weise bekommen sollen. Und wir sehen, dass aktuell eine 169er Adresse, zum Glück poppt jetzt auch eine Fehlermeldung hier auf, DHCP failed, a PIPA is being used. Jetzt fragen wir uns, Moment mal, also DHCP-Prozess ist offensichtlich fehlgeschlagen. Und was ist überhaupt eine APIPA? Warum wird die verwendet? Und das wird irgendwie mit einer 100, also beginnt mit einer 169, hört mit einer 1 hier auf, die Adresse. Die IP-Konfiguration ist hier noch nicht vollständig beim Default Gateway und DNS-Server. Der bekommt irgendeine IP-Adresse, obwohl da gar kein DHCP-Server vorhanden ist. Zwar ist hier einer, aber der ist, wie gesagt, noch nicht konfiguriert. Schauen wir uns mal die Situation beim anderen PC an. Und siehe da, beginnt schon wieder mit 169, hört aber nicht bei der 1, sondern bei der 55. Warum auch immer. Okay, das ist so die Kernfrage. Wir haben keinen Server, wir bekommen trotzdem IPs. Woran kann es liegen? Nun gut, eine APIPA ist ein reservierter Adressbereich, und zwar, wenn die DHCP-Clients auf DHCP eingestellt sind und sie werden auf ihrer Suche mit dem DHCP-Discover keine DHCP-Server finden in ihrer Umgebung oder in einer weiteren Umgebung, dann vergeben sich die DHCP-Clients einfach mal selbst eine IP-Adresse aus diesem APIPA-Adressbereich. Das hängt damit zusammen, damit die einzelnen Hosts hier, damit die einzelnen DHCP-Clients untereinander kommunizieren können. Zumindest mal intern. Extern können die das noch nicht, weil ihnen fehlt ja diese Angabe Default Gateway. Und die ist ja hier noch nicht vorhanden, wie Sie hier sehen. Das heißt, die können nicht raus, aber intern können die miteinander kommunizieren. Und so ein Verhalten haben Sie ja bereits aus der Videoreihe IPv6 bereits kennengelernt. Dort haben wir entsprechend Link Local thematisiert. Und das ist ein ähnliches Verhalten wie dort. Kommen wir zum Server, wie wir das Ganze konfigurieren, weil die sind ja alle auf DHCP eingestellt und jetzt müssen wir das Ganze beim Server einstellen. Der Server ist allgemein, heißt Server 1 und bietet mehrere Services an. Das bedeutet, das was hier steht, werden wir entsprechend konfigurieren und wir interessieren uns nur für DHCP an dieser Stelle, aber der Server bietet ja durchaus mehr Dienste an. Also, wir konfigurieren zunächst einmal DHCP, also klicken wir mal dort, ist ausgeschaltet, das schalten wir jetzt bewusst ein und der Serverpool ist noch nicht konfiguriert, den wollen wir jetzt mal gleich konfigurieren. Das bedeutet, also die Art und Weise ist auch recht interessant, auch einfach, weil das eine grafische Oberfläche ist mit einer GUI, das kennen Sie ja bereits aus anderen Distributionen wie die PFSense oder OpenSense, da haben Sie eine Web-Oberfläche, wie Sie das Ganze auch konfigurieren können. Bei Windows Server ist es ebenfalls eine grafische Oberfläche, wo man hin und her klicken kann, bis man das Ganze auch konfigurieren, seine Konfiguration fertig hat. Default Gateway ist an dieser Stelle, wie bereits angekündigt, ist entsprechend konfiguriert beim Router und das tragen wir mal ein, 192.168.3.1.
Der DNS-Server, von mir aus nehmen wir mal das von Google, die 8.8.8, die Startadresse, das können Sie ebenfalls mal festlegen. Wir machen das Ganze mal aus Spaß. Also wir haben die dritte Abteilung oder das Subnetz, das mit dem 3 im dritten Oktett entsprechend eingestellt ist. Und wir beginnen von mir aus mit der 200. Damit wir mal das ganze Verhalten auch mal nachher sehen. /24er Netz. Die Anzahl der User können Sie auch mal beschränken, aber wir lassen es dabei. Also insgesamt können wir ohnehin schon 254 Adressen vergeben, aber das lassen wir einfach mal dabei. Sie können auch weitere Optionen dann weiterverteilen, wie File-Server, WLAN-Controller und so weiter, aber ich lasse es mal einfach mal an dieser Stelle dabei und klicke auf Save und siehe da, dass also der Pool wurde entsprechend angepasst. Also ab jetzt müssten dann entsprechend die anderen Clients eine IP-Adresse bekommen. Und siehe da, also eigentlich sind die immer noch bei der 169. Jetzt, woran liegt das? Jetzt würden Sie sagen, naja gut, eigentlich haben die Clients diesen DHCP-Prozess bereits hinter sich. Das bedeutet, dieses DHCP-Discover, Offer, Request, Acknowledge haben die sich hinter sich und dementsprechend müsste man das auch aktiv anstoßen. Machen wir mal, also ändern wir und stoßen erneut den Prozess an, aber wir werden trotzdem keinen Erfolg haben, weil das liegt ja daran, dass wir den Server noch nicht fertig konfiguriert haben. Zwar haben wir den Adresspool und so weiter ja komplett gemacht, aber ein Server hat immer eine feste IP. Und was wir hier sehen, der hat ja gar keine IP-Adresse. Das heißt, er bietet irgendwelche Services an, aber die anderen Clients wissen ja gar nicht, wo diese Services sind, beziehungsweise diese DHCP-Discover. Die erreichen nie den Server, weil der hat ja gar keine IP, keine feste IP-Adresse. Und eines können Sie sich merken, Server sind sozusagen Dienstleister, die bieten Dienste an, Services, und diese Dienste, wenn Sie beispielsweise irgendein Einkaufshaus haben, dann kann es ja nicht sein, dass dieses Einkaufshaus gar keine Adresse hat, beziehungsweise änderbare Adresse. Wenn Sie beim Aldi, Lidl, Kaufland oder sonst noch was gehen, dann befindet er sich unter einer festen IP-Adresse, also an einem festen Ort. Geben wir das doch mal ein. 192 168, 3 Punkt, von mir aus die 10 nehmen wir mal, 255 und dann kopieren wir das Ganze mal jetzt auch, weil der Default Gateway ist ebenfalls der Router mit 3.1 und schon wären wir fertig und normalerweise die schnelleren von den Clients, die müssten ja bereits eine IP-Adresse bekommen haben. Der hier ist nicht schnell genug, deswegen machen wir Trick 17, einfach mal den Prozess erneut anstoßen und siehe da, jetzt haben wir mehr Erfolgserlebnisse. Warum der 3.5 gewählt hat, das ist mir unklar. Eigentlich haben wir beim Server das anders eingestellt, kann das sein? Oh, der hat es jetzt nicht genommen. Also man hätte hier auch eine andere Adresse nehmen können, aber hat er nicht gemacht. Also bei der 0 hat er angefangen und alle anderen haben ebenfalls eine IP-Adresse bekommen und sind dementsprechend glücklich. Ja? Alle haben eine IP-Adresse. Das war die erste Variante, wie man das Ganze mit einem Server mehr oder weniger das umsetzen kann. Kommen wir zu der zweiten Variante, wie man das Ganze mit einem Cisco-Router umsetzen kann. Also, viele Cisco-Router verfügen intern über eine DHCP-Funktionalität und dabei erfolgt die Konfiguration dieses DHCP-Dienstes mithilfe der Command-Line, also mit der CLI, und die Grundkonfiguration habe ich hier entsprechend zusammengefasst und jetzt müssten Sie entsprechend dann im Anschluss 1:1 überprüfen, wenn Sie das Ganze machen wollen, dann kopiere ich mir jetzt diese Konfiguration in der Videobeschreibung. Die können Sie kopieren und entsprechend in Ihrem Szenario durchspielen und hoffentlich dann zu einem Erfolgserlebnis kommen, dass Sie entsprechend dieses Szenario auch nachspielen können. Also, wir werden jetzt
quasi für die andere Broadcast-Domäne. Das heißt, für diese, nehmen wir mal, das ist ein komplett anderes Subnetz, der beginnt mit 1.1 und das wollen wir entsprechend dann hier mal versuchen. Also die einzelnen Clients, die haben weiterhin noch eine IP-Adresse, das sehen Sie ja an der 169, der hat ebenfalls eine 169, weil eben kein DHCP-Server hier vorhanden ist und wir wollen jetzt nicht erneut den DHCP-Server, also einen ähnlichen DHCP-Server hier anschließen, sondern wir wollen direkt die Router-Funktionalität verwenden, damit Sie etwas Neues dann entsprechend dazu lernen. Und jetzt machen wir mal das Ganze hier Enable und im Conf-T, Configure Terminal, und ich zeige das mal einfach mal 1:1, wie ich das Ganze mit Adressen umsetzen möchte. Und ich beginne erstmal mit IP, DHCP, Excluded, also Addresses, das heißt, welche Adressbereiche sollen ausgeschlossen werden. Und ich würde mal sagen, ich definiere das so, 192, 168, die 1. Sagen wir mal so von 1.1 bis 192, 168, 1.200. Bis dahin soll das komplett ausgeschlossen werden, ja? Also, dass der Router keine IP-Adressen aus diesem Adressbereich vergibt. Sie können auch sagen, naja gut, eigentlich hätte ich gern noch einen weiteren Adressbereich, nämlich von 202 oder von mir aus 203 bis 210 soll ebenfalls ausgeschlossen werden. Das heißt, die ersten bekommen quasi ab 201, 202 und schon gibt es eine weitere Lücke und die restlichen bekommen ab 211. Weitere IP-Adressen. Das wollen wir nachher auch mal überprüfen, ob das der Fall ist. Also wir haben die ausgeschlossenen Bereiche definiert. Jetzt müssen wir auch unseren IP-Bereich, also unseren Pool definieren. Und dazu geben Sie IP, DHCP, Pool und Ihren Poolname. Jetzt wähle ich das mal Netz 1 von mir aus. Also Sie müssen einen aussagekräftigen Namen wählen. Und Netz 1, das hängt damit zusammen, dass der mit 1er im dritten Oktett beginnt. Und jetzt sollen wir, also hier habe ich ja bewusst Fragezeichen eingegeben, geben wir mal nochmal Fragezeichen und Sie sehen genau das Gleiche, was Sie hier gesehen haben. Eine Anmerkung an dieser Stelle beim Packet Tracer, da ist nicht der komplette Funktionsumfang des Cisco-Betriebssystems enthalten. Das heißt, wenn Sie mehr Optionen haben wollen als diese, dann müssen Sie echte Geräte verwenden. Das ist sozusagen das Einzige, was an dieser Stelle zu erwähnen ist. Aber trotzdem, die wichtigsten sind hier aufgelistet. Das bedeutet, was interessiert uns? Ich beginne jetzt nicht chronologisch, sondern ich beginne mit dem Wichtigsten. Das bedeutet, ich muss mal mein Netzwerk definieren. Das mache ich mit Network und dann entsprechend die Netzadresse, die 192.168.1.0, die Subnetzmaske 255.255.255.0. Ja, ich habe mein Netzwerk definiert. Default Router, das bedeutet, welcher Router bringt mich zu anderen Netzen? Das ist sozusagen die Gateway-Adresse, das trage ich auch mal ein. Also Default Router, das ist die 192.168.1.1. Das ist ja bereits schon konfiguriert beim Router. Ebenfalls wichtiges ist DNS-Server, diesmal wähle ich den von Cloudflare. Und gibt es noch etwas Wichtiges? Naja, da gibt es noch Options, wenn man weitere Optionen, Sie erinnern sich hoffentlich aus dem ersten Video, da gibt es beim DHCP-Protokoll gibt es Optionen und da können Sie entsprechend diese Optionen mit Nummerierungen entsprechend verteilen. Soweit, so gut. Also da wären wir durch eigentlich mit den Konfigurationen und eigentlich müssten jetzt die Geräte schon mal eine IP-Adresse bekommen haben. Gehen wir mal da drauf und schon ist das ja schon geschehen. Die 192.168.1.13, also die 213, die 202, aber wir werden offensichtlich keine 203 finden, weil der auch im Excluded-Bereich vorhanden ist. Und sowas ist ein bisschen, lästig, wenn ich halt bei einzelnen Rechner das Ganze mal anschaue, die Konfiguration. Das heißt, entweder können Sie das auch auf diese Art und Weise machen oder Sie gehen ja bei einem Command hier und geben ipconfig ein und sehen die entsprechenden Konfigurationen, die Sie bei Ihrem DHCP-Server eingestellt haben oder sowas hier. Oh, vielleicht sehen wir da mehr. Naja.
Da müssen wir halt das so machen und dann haben wir an sich nicht so viel eingestellt. Ja? Was noch besser ist, natürlich, das habe ich jetzt hier in der Zusammenfassung thematisiert, mit Show IP DHCP Binding, da können Sie ja schon beim Server sehen, welche Hosts entsprechend ja, eine IP-Adresse sich geholt haben. Und siehe da, das sind die einzelnen IP-Adressen, die wir eingestellt haben, 201.202 und im Excluded-Bereich hatten wir entsprechend diesen Bereich ausgeschlossen, das heißt von 203 bis 210 ist nicht vergeben und daran hat sich der Server auch gehalten. Ja? Das heißt, macht bis dahin alles Sinn. Außerdem sieht man auch die MAC-Adressen der einzelnen DHCP-Clients. Das heißt, Ihnen muss das auch bewusst sein. Sollten Sie den DHCP-Dienst in Anspruch nehmen in einer Broadcast-Domäne oder in fremden Netzen, dann wird man entsprechend auch Ihre MAC-Adresse mit protokollieren. Ja, das ist so, das sollte ja man entsprechend wissen. Auch aus Admin-Sicht wäre das interessant, bei einem Cisco-Router ist DHCP standardmäßig aktiviert. Ja, Sie haben ja sofort gesehen, dass ich sofort diese DHCP-Konfiguration vorgenommen habe und es hat sofort funktioniert. Das heißt, es gab ja kein On- und Off-Button oder ähnliches, sondern das funktioniert sofort. Das heißt, bevor Sie das mal so etwas verteilen und Sie wollen das testweise machen, dann müssen Sie auch darauf achten. Auch interessant ist die Geschichte, was dann passiert, wenn beispielsweise ein Router neu gestartet wird. Dann wird diese Binding-Tabelle gelöscht. Die Clients aber ihrerseits, ja, also wenn dieser Router neu gestartet wird und die Clients weiterhin ihre Lease Times haben, dann behalten sie diese IP-Konfiguration und bis ihre Leases dann entsprechend ausläuft. Das muss man ebenfalls beachten. Soweit zu der Grundkonfiguration vom DHCP. Wenn wir viele Abteilungen haben, also hier haben wir beispielsweise zwei Abteilungen und das war schon für mich ziemlich aufwendig und lästig, das Ganze so auf diese Art und Weise zu konfigurieren, dann ist es ja entsprechend, wenn wir an das Schulnetz denken, wo jedes Klassenzimmer eine eigene Broadcast-Domäne, das heißt ein eigenes Netz ist, dann müsste ich entweder einen neuen Server, also für jedes Klassenzimmer einen eigenen Server oder das Ganze beim Router konfigurieren und das ist natürlich nicht so schön. Im zweiten Video, wo wir das mit dem Wireshark schon durchgespielt haben, dann haben Sie auch gesehen vielleicht oder beobachtet, dass dort ein DHCP-Server vorhanden war, der in einem anderen Adressbereich war. Und das wird im nächsten Video thematisiert, dass wir dann sagen, es gibt diese tolle Möglichkeit, wie man so ein Problem lösen kann, das mit den Konfigurationen, zu vielen Konfigurationen vermeiden kann und wie man das Problem dann entsprechend dann löst. Und umsetzt, wird im nächsten Video gezeigt. Hoffe, Sie haben entsprechend etwas dazu gelernt und bei Fragen oder Anmerkungen wie immer bitte die Kommentarfunktion verwenden. Würde mich freuen, wenn Sie eine positive Rückmeldung hinterlassen und bis zum nächsten Video und tschüss.